Zu Rudis Tagesshow schalten wir jetzt um in unser Studio. Und interessierte Delegation aus der Bundesrepublik? Guten Tag. Und das sind meine Mitarbeiter? Und im Übrigen, wo ist der? Hier bin ich. Guten Tag. Sie wissen, dass Herr Kiep auch ein toller Mitarbeiter in unserer Sendung ist, ja? Vielen Dank, Herr Kiep, ich bin ganz überzeugt. Sehr gut. Ja, gut. Dankeschön. Elisabeth Teschee hat Samstagabend in der Astro-Show gesagt, Rudi Carrell hat ein Pferdegesicht. Stimmt das? Habe ich ein Pferdegesicht? Nee, ich habe kein Pferdegesicht. Nein. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Bist du der Meinung, ich habe ein Pferdegesicht? Also überhaupt nicht. Du, übrigens, Rudi, was ich dir noch sagen wollte, ich habe dir zum Nikolaus ein paar Süßigkeiten in deine Schuhe getan. Ah, das ist lieb. Glaubst du an Astrologie und so? Ja, aber fest. Ja? Weißt du, dass ich aus der Hand lesen kann? Nee. Weißt du nicht? Oh ja, gib mir deine Hand. Oh, das ist ganz eigenartig, was hier steht. Du wirst als Goldgräber ein Vermögen machen. Ja, steht hier. Ja, wie ich sehe, bist du schon beim Buddeln. Wo ist Klaus? Ich bin beschäftigt. Ich könnte dir ja aus dem Kaffeesatz, könnte ich dir auch die Zukunft voraussagen. Ja? Ja, kann ich. Aber ich habe lieber deinen Kaffee. Kaffee? Ja. Kann ich dir anbieten, gern. Zucker? Ja, gerne. Ja. Wie viel? 12. 12 Stück! 12. Ja, wir schrecken von nichts zurück. Klamotte. Nein, jetzt fangen wir richtig an. Ja, womit fangen wir an? Politiker, Minister, Finanzamt, Polizei? Polizei? Ja? Aber was wären wir ohne die Polizei? Besser gesagt, was wären wir ohne die Polizei? Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie Alkohol getrunken? Ah. Sind Sie trotzdem mit einem Alkotest einverstanden? Ja. Können Sie dann mal bitte pusten würden? Nochmal bitte. Pusten Sie mal so lange, bis ich Stopp sage. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, der ÖTV-Vorsitzende Klunke teilte mit, dass die von ihm angedrohten Warnstreiks nicht stattfinden werden. Die Beamten arbeiten weiter wie gewohnt. Und jetzt die schlechte Nachricht, die Beamten arbeiten weiter wie gewohnt. Der spanische König Juan Carlos gab gestern ein Essen für die spanische Armee.
Leider hatte er vergessen, Servietten einzukaufen. Aber die Offiziere wussten sich anderweitig zu helfen. Verkehrsminister Volker Rauf hat dem Kabinett vorgeschlagen, im Rahmen der Sparmaßnahmen auf teure Dienstwagen zu verzichten. Auf dem Nürburgring stellte er neue alternative Fahrzeuge vor. Hier die schwarze Limousine von dem Bundeskanzler. Und da testet Ernährungsminister Ertl, Essen auf Reden, seinen neuen Dienstwagen. Und hier sehen Sie Verteidigungsminister Apel mit zwei seiner Leibwächter. Der rast wie ein Tornado, bloß nicht so teuer. Im Bonner Bundestag stand heute nur ein Thema zur Debatte, die Zukunft der Jugend. So viele offene Stellen habe ich noch nie gesehen. Die deutsche Lufthansa hat den berühmten Chorleiter Gotthilf Fischer engagiert, um den Fluggästen die Angst vor dem Fliegen zu nehmen. 1, 2, 3. Ja, wenn wir alle Englein wären, dann wär die Welt nur halb so schön. Beim EG-Gipfel in London fragte der englische Außenminister Lord Carrington Hans-Dietrich Genscher, ob er wisse, wie die Wetterlage sich in den nächsten Tagen entwickeln werde. Diese Frage konnte der deutsche Außenminister nicht selbstständig beantworten. Und er zog dafür einen Berater hinzu. Ja, das ist die Hand von Herrn Schröder. Er hat noch mehr gemacht, nicht nur das mit Gänse, er hat auch gekratzt mit dem Bein von Kohl und so weiter. Und er gehört zu den Bühnenarbeitern, die ganze Dekorationen für unsere Show machen. Nicht nur die Dekorationen, sondern auch mal Sachen wie zum Beispiel ein Grabstein. Hier liegt der berühmteste Entfesselungskünstler der Welt, Houdini. Er wurde beerdigt am 31.10.1926, 14.03.27, 23.05.28, 3.12.29, 10.32, 24.12.31. Warum fährt dieser kleine Wagen so schnell? Nur 2 Zylinder, nur 300 Kubikzentimeter, nur 8 PS und ein Verbrauch von nur 2,5 Liter auf 100 Kilometer. Trotzdem Höchstgeschwindigkeit von über 150 Kilometer in der Stunde. Warum fährt dieser kleine Wagen so schnell? Weil die Polizei hinter ihm her ist. Der in den letzten Jahren von Supermärkten verdrängte Milchmann kommt wieder. In mehreren Städten Deutschlands ist dieser alte Beruf wieder zu Ehren gekommen. Sehr zur Freude der Grünen. Entschuldigung, der grünen Witwen. Aber Heinz! Die Schweiz. Das Appenzeller Kantonsgericht verhandelte heute über eine Scheidung. Ein Mann hatte seine Frau des mehrfachen Ehebruchs bezichtigt. Die dafür in Frage kommende Männer schworen aber, nichts mit der Frau gehabt zu haben. Bei den diesjährigen Wasserski-Meisterschaften auf dem Main in Frankfurt belegte Professor Ciemek den ersten Platz auf Jumbo. Applaus
Um den Journalisten Günther Wallraff, der sich inkognito in verschiedenen Firmen und Behörden eingeschmuggelt hatte, um Missstände aufzudecken, ist es sehr ruhig geworden. Zuletzt wurde er vor dem Palast des französischen Präsidenten gesehen. Eins, zwei, drei. Danke, Herr Wallraff. Danke sehr. Das Trinkwasser aus den bundesdeutschen Wasserhähnen wird immer unreiner. In Bremen wurde eine neue Trinkwasseraufbereitungsanlage von Hans Kosnick in Betrieb genommen. Hier der Bürgermeister bei der ersten Wasserprobe. Wegen der zunehmenden Verschmutzung der Flüsse durch Industrieabwässer nimmt das Fischsterben immer mehr zu. Der Deutsche Anglerverband teilte mit, dass es für seine Mitglieder zunehmend schwieriger wird, ein geeignetes Plätzchen zu finden, um ihren Sport auszuüben. Angeln ist was Tolles. In der Großstadt, da werde ich bekloppt. Aber hier draußen, hier habe ich meine Ruhe. Ich bin jedes Wochenende bin ich hier, ja. Ich will mal so sagen, gerade die Ruhe, die Einsamkeit, die ist es, was mir am besten gefällt. Das war in Japan. Wenn das, was Sie jetzt gleich sehen, in Wirklichkeit passiert wäre, dann wäre es in der Tagesschau. Aber weil es nicht wirklich passiert ist, ist es in der Tagesschau. Der nächste, bitte. Ja, Sie sind mir vielleicht ein Arzt. Wieso? Vor einem Jahr haben Sie mir gesagt, ich hätte noch genau 12 Monate zu leben. Und? Ja, schauen Sie. Hey, komm mal her. Was ist? Hol mal eben 2 Eimer Zement. Mm-hmm. Keine Lust. Wie was heißt, hat keine Lust? 20 Jahre trage ich nur Eimer mit Zement dran. 1 Million Eimer habe ich schon angetragen. Ich habe einfach keine Lust mehr, ich bin fix und fertig. Das ist doch keine schwere Arbeit. Das sagen Sie. Den behalte ich. Eins mit behalte ich. Schön, so mal ein bisschen Rückenkraft. Wenn jemand Grippe hat, kann man mal so auf eine Entfernung in Hand geben. So, wir machen weiter. In Düsseldorf wurde heute auf einer Kunstauktion 20 berühmte Gemälde versteigert. 70.000, meine Damen und Herren, das Gebot liegt bei 70.000. 70.000, 70.000, 75.000, 75.000, 80.000 hier, 80.000, 80.000, 85.000 dort hinten, 85.000, 90.000, 90.000. Wer bietet mehr als 90.000? 90.000 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Der Herr im hellblauen Anzug dort hinten. Danke, meine Herren, das nächste Objekt. Die Stiftung Warentest testet in diesen Wochen verschiedene Abführmittel. Bei einem dieser Versuche sind wir heute mit der Kamera dabei. 5 qualifizierte Mitarbeiter von Warentest machen bei diesem Versuch mit. Und zwar mit den Mitteln Agiocax, Diarrhoe 1000, Schneller Brüter, Multilaxirium und Popo Quick. So, bitte auf Ihre Plätze. Bitte einnehmen. Achtung, fertig, los! In der iranischen Hauptstadt Teheran hat sich die Lage einigermaßen normalisiert. Allerdings herrscht noch ein Riesenmangel an Taxis. Taxi! 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 Bundestagsabgeordnete haben kaum noch Zeit für Familienleben.
Um ihre Ehemänner überhaupt noch mal zu Gesicht zu bekommen, setzen sich viele Ehefrauen auf die Besuchertribüne des Bonner Parlaments. Heute war Frau Emke anwesend. Horst. Horst, bitte nicht. Horst, bitte nicht an deiner Brille kauen. Horst! Für Fußballtrainer wird es immer schwieriger, ihre Mannschaften am Freitagabend im Trainingslager zu halten. Und darum hat der DFB 4 leichte Mädchen engagiert, die jeden Freitag unter den 18 Mannschaften verlost werden. Karl-Heinz, es gilt. Ja, aber nicht so laut. Entschuldigung, aber... Moment, jetzt komm ich. Ach, Sie, Entschuldigung. Ich will keinen Fliegen. Und Fahrt, Hamburger so Sportverein. Ich? Beckenbauer, Rubisch, Karls. Ja, wir müssen das schneller machen. Ja? Ja. Ja, Sie überlegen zu viel. Werder Bremen. Moment. Heimspiel. Vorletzte Paarung? VfL Bochum. Oh, auch nicht schlecht. Jetzt kommst du dran. Ich? Bochum? Hoho. Das kann ja nur noch einer sein. Wer kann es sein? Auf jeden Borussia Fall, München-Gladbach. Auf jeden Fall volles Haus. München-Gladbach? Ich bin nicht deppert. München ja, aber bei den Preisen. Wir können es nächstes Mal besser mischen. Weil die Mannschaft von Bayern München bei dieser Verlosung leer ausgegangen war, trat Karl-Heinz Rummenigge in den Bommelstreik. Die Zahl der Banküberfälle steigt ständig. In Frankfurt wurde heute die Zweigstelle der Bank of India überfallen. Good morning, sir. Hände hoch, oder ich schieße. Sie sehen hier diese Münzautomaten. Und früher konnte man da nur mit anrufen. Aber die Post hat was Neues gemacht. Seit ein paar Monaten kann man auch in diese Münzautomaten angerufen werden. Nur, dass das zu Komplikationen führen werden kann, gehabt hättet, das zeigt Ihnen Dieter Krebs. Hallo? Hallo? Ja, wer? Nein, ich bin nicht Hans. Wer ist denn am Apparat? Gudrun, ja. Ach so, Sie wollten sich hier mit Hans in der Halle treffen. Hier ist aber niemand. Ne? Ja, ich werde es ihm ausrichten, wenn ich ihn sehe. Ja? Ja? Wiedersehen, Freunde. Gudrun. Hallo? Nein, hier ist nicht die Paradiesbar. Nein, haben sich verwählt. Hier ist ein öffentlicher Fernsprecher. Was? Wieso? Haben Sie denn kein Telefonbuch? Was? Paradiesbar? Ja, Moment. Paulin, Fasel. Hören Sie mal, ich sehe gerade, die Seite ist hier gar nicht drin. Warten Sie mal einen Moment, ich schaue mal eben nebenan nach, ja? Sorry. Hallo? Ja, Hans! Hans, das ist aber schön, dass Sie anrufen. Ja, Gudrun hat gerade angerufen. Nein, nicht bei mir. Ich bin doch nur ein Passant. Ich hab nichts mit Gudrun, wirklich nicht. Nein, ich soll Ihnen doch nur was ausrichten. Ja, ja, Sie waren ja hier miteinander verabredet. Ach so, Überstunden. Also, oh, Hans, es klingelt gerade nebenan. Vielleicht ist Gudrun. Bleiben Sie mal dran, ja?
Hören Sie mal, ich habe die Nummer noch nicht gefunden, aber ich bin gleich wieder da, ja? Hallo? Ja, Gudrun, schön, dass Sie anrufen. Ja, ich hab Hans hier. Ja, nein, nicht hier, hier am Telefon. Ja, ja, er konnte leider nicht kommen, er muss Überstunden machen. Ach, solche Ausreden hat er öfter. So, ja. Nein, ich kann Sie leider nicht weiter verbinden. Das muss ich ihm dann schon selber sagen. Ja. Hallo, Hans. Es sind noch zwei vor Ihnen, aber ich bin gleich wieder da, ja? Hans, ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie Ihre dämlichen Ausreden satt hat. Ja. Ja, das habe ich hier. Gudrun? Er findet, wenn Sie ihm nicht glauben, dann ist es besser, Schluss zu machen. Ja, ja, gut, nein, Gudrun. Gudrun. Hans, ich komm gleich. Hören Sie, ich habe gerade die Nummer zufällig von der Paradiesbar. Die Nummer ist 234567. Bitte schön, keine Ursache. Hans, schlechte Nachricht. Sieht nicht gut aus für uns. Nein, sie will auch Schluss machen. Hat aufgelegt. Was sie jetzt machen soll, weiß ich auch nicht. Vielleicht gehst du einen trinken. In der Paradiesbar. Was? Ja. Nimm's nicht so tragisch, alter Junge. Okay, halt die Ohren steif. Ciao. Da. Hallo? Ja, guten Abend. Könnten Sie bitte sofort in die Bahnhofstraße 34 kommen? Ja, unser Haus brennt. Seit die Soldaten der panamesischen Armee ihr Geschirr mit Palmolive spüren, haben sie wieder ganz zarte und gepflegte Hände. Voller Stolz zeigen sie ihren Vorgesetzten. Und jetzt zum Wetter. Nachts leichte Bevölkerungszunahme. Entschuldigung. Das heißt nicht nachts leichte Bevölkerungszunahme, sondern nachts starke Bevölkerungszunahme. Die Lilienthaler klatschen viele. Vor zwei Monaten wurden die Besprechungen zwischen dem Bundeskanzler und dem französischen Präsidenten andauernd von einer Dame gestört, die unbedingt ein Autogramm von Helmut Schmidt haben wollte. Sie bitten, Herr Helmut, geben Sie mir ein gescheites Autogramm. Vom Herrn Strauß habe ich schon vier. Und wenn Sie meine Sammlung nicht vervollständigen, werden Sie das bei den nächsten Wahlen zum Spüren bekommen. Das war vor zwei Monaten, so lange machen wir die Show schon. Aber wie in der vergangenen Woche im Fernsehen zu sehen war, ist sie immer noch unermüdlich dabei, ihr Wunschautogramm zu bekommen. Sie bitten, Herr Secouturier. Könnten Sie nicht ein Wort für mich einlegen? Wenn er nachher den Vertrag für die Entwicklungshilfe unterschreibt, könnten Sie da nicht ein Zettel für mich dazwischen schieben? Ich warte auf Sie draußen in der Kantine. Okay. Autofahrer, die unter Einfluss von Alkohol am Steuer ihren Führerschein verloren haben, müssen sich einen speziell für sie entwickelten Entziehungskur unterziehen. Flensburg ist ein schönes Städtchen, denn in Flensburg liegt er rum, doch da gibt's auch eine Kartei und der meine ist dabei. Wie sieht das? Bedienung in Kneipen oder in Restaurants hat sich so verändert. Wissen Sie noch früher, wie das früher war? So, als die Kellner noch so mit, das waren noch die typische Kellner mit den Plattfüßen. Wissen Sie noch so, guten Tag bitte, Sie wünschen und so. Das war noch schön. War das. Und dann kam die Periode mit, wie bitte, nicht verstehen, Gastarbeiter. Und dann kamen die Selbstbedienungsrestaurants. Aber jetzt gibt es in Frankfurt wieder was ganz Neues. So, mal schauen, Videorestaurant. Ich kann mir wenig unter vorstellen, aber hoffentlich ist die Küche gut. Ja. Was gibt's denn? Herr Ober? Das
Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie schon gewählt? Ja. Also ich hätte gerne eine serbische Bohnensuppe. Eine serbische. Und der Herr? Ich schließe mich an. Sie schließen sich an. Sonst noch etwas? Nein. Sonst nichts? Nein. Kommt sofort. Das sehe ich. Ja, hast du gehört, dass Wenke Mühre und Michael Pfleger geheiratet haben? Ach, warum? Ich denke, sie sind die so ein Klimbim in der Presse. Oh. Bitte schön. Ihre Suppe. Ja, aber wie kommen wir daran? Wieso daran? Das ist doch ganz einfach. Das ist doch nicht so einfach. Wir können doch nicht vom Monitor das wegholen. Ne? Natürlich ist das. Ausgezeichnet übrigens. Ja, das glauben wir, aber wir haben auch Hunger, wir möchten auch mal die Suppe haben. Ja, das ist ja der Witz, deswegen sind Sie ja in einem Videorestaurant. Das finde ich noch gar nicht witzig. Ich auch nicht. Ne? Spaß beiseite, bestellen Sie sofort eine Taxi für uns. Ja? Ein Taxi, sehr wohl. Ich kenne ein ganz tolles Restaurant, da fahren wir zusammen hin. Ja. Kein Hunger mehr. Und noch mal weg. Ihr Taxi ist da. So, das war es wieder für heute. Ich möchte mich verabschieden von meinen Kollegen, von Klaus Havenstein. Servus. Von Beatrice Richter. Ja. Und von Dieter Krebs. Tschüss, Chris. Und jetzt sieht so aus wie Showgeschäft, die Kehrseite des Showgeschäfts. Jetzt möchten wir Ihnen noch mal einmal zeigen, was so bei den Dreharbeiten alles schief gegangen ist. Und wenn bei mir eine Pistole nicht abgeht, dann kommt auch mal ein ganz schön ein menschlicher Ton raus. Ja. Achtung, fertig, los! Scheiße! Ich möchte mich beschweren, weil ich wegen Ihrer ersten, weil ich wegen meiner ersten Beschwerde auf Kortik, wegen, auf den KÜ, wie über. Ja. Jetzt war ich so auf das Ding, dass ich nicht. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Was? Jetzt. Weiß ich gar nicht mehr. Okay, bis gleich. Danke, meine Herren, das nächste Objekt. Bitte, meine Herren, das nächste Objekt. Ja, ja, okay. Wie ich soeben erfahren, haben wir noch einen Beitrag aus dem Bundestag, den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Meine Damen und Herren, ich schlage vor, eine Pause zu machen. Wer von Ihnen möchte ein Bier? So, jetzt reicht's wohl. Wir haben mal wieder eine halbe Stunde alles auf den Kopf gestellt. Tschüss.